Hallo und herzlich willkommen zur Partie des Tages. Heute an Tag 8 des Legends of Chess. Ja, heute ist es uns wieder schwer gefallen, die Partie für heute zu wählen, weil es so viele gute Partien gab und so viele interessante Ideen. Schlussendlich haben wir uns für die Partie Carlsen-Nepo aus der zweiten Runde entschieden. Auch wegen euch. Wegen der Twitter-Umfrage und diese Partie hatte die meisten Stimmen. Ja, Josephine, was passiert? Ja, Carlsen war weiß. Nepo spielte Grünfeld wie ja, in den meisten seiner Partien. Carlsen spielt meistens diese Abtauschvariante. Hat damit auch sehr gute Ergebnisse und kriegt oft gute Stellungen. Turm B1, ja, die ist eine der Hauptvarianten. Weiß opfert diesen Bauern auf A2, kriegt dafür das Zentrum. Schwarz hat ja Entwicklungsnachteil, die Dame auf A2 steht ein bisschen komisch. Das ist alles bekannt und eigentlich sehr gut ausanalysiert. Hier Springer C6, D5, Springer A5, Läufer G5. Ja, und hier, die Stellung wird auch in Zwielas-Grünfeld-Serie zum Beispiel besprochen. Also auf jeden Fall mal bei Chess24 reinschauen, ob ihr die Serie schon geschaut habt. Ansonsten sehr empfehlenswert. Ja, und hier, der Zug, der mir am besten gefällt, ist B6. Denn ich denke, das führt einfach zu einem forcierten Remis. Also Läufer E7, alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Turm E8, D6, sieht ja logisch aus, diesen Läufer zu decken und auch den Freibauern nach vorne zu schieben. Springer C6, Läufer B5 fesselt den Springer und sieht sehr unangenehm für Schwarz aus. Aber hier gibt es ja, eine gute Fortsetzung. Springer E7, Läufer E8, Turm E8, Bauer E7 und hier kann man auch Dame A3 machen. Erstmal will man die Dame zurückkriegen. H3, man nimmt hier den Springer, Dame E7. Und ja, im Prinzip gruppiert man dann den Läufer nach C5 um, spielt A5 und hier gibt es im Prinzip keine Chancen für Weiß, die Stellung zu gewinnen. Nepo spielte Dame A3, auch noch ein bekannter Zug, Turm E1. Und ja, hier spielte er die Neuerung. Also ja, Nepo, ich weiß nicht, ob das improvisiert war oder, ja, oder tatsächlich eine vorbereitete. Ja. Es gibt hier Läufer F3, Läufer F3, Dame D6. Und ich denke, hier ist die Stellung unklar. Aber ja, das ist ja hier keine Eröffnungsserie. Also Läufer C3. Ja, was ist hier los in der Stellung, Sonja? Was macht Läufer C3 und was kann Weiß dagegen machen? Ja, also was ist hier los in der Stellung? Läufer C3 bedroht den Turm auf E1. Das bedeutet, man muss sich überlegen, will ich den Turm wegziehen, will ich was dazwischen stellen oder kann ich sonst noch irgendwas anderes machen? Und hier kann man mit Dame D3 den Läufer auf C3 erstmal fesseln, weil wenn der sich bewegt, hängt die Dame auf A3. Und das hat Carlsen auch gemacht. Genau. Turm C8, okay, verteidigt den Läufer schon mal vorsorglich. Turm D1 zieht diesen Turm aus dem Angriff heraus. Natürlich konnte Schwarz den bisher nicht nehmen, aber da braucht man sich dann keine Gedanken mehr drüber machen. Bauer B6, Bauer H3. Und ja, ich denke, hier hat Nepo auch eine suboptimale Entscheidung getroffen. Sollte man hier den Läufer behalten oder lieber abgeben? Was denkst du darüber? Genau, also man hat hier jetzt quasi die Alternative, Läufer D7 zu machen oder eben Läufer F3. Und ja, ich denke, dass Läufer F3 die etwas bessere Entscheidung gewesen wäre. Nach Läufer F3, Läufer F3, zum Beispiel Springer C4, Läufer E7, Dame E7, Dame schlägt C3 und Springer D6. Ja, also Weiß steht immer noch etwas besser, aber ich denke, die Stellung hier kann man schon noch versuchen zu einem Remis zu führen. Genau, also die Zentralbauern geben Weiß vermutlich schon einen kleinen Vorteil. Zumal sich die Bauern am Flügel auch nicht so schnell vorwärts bewegen, aber ich glaube auch nicht, dass es hier viel ist. In der Partie kam Läufer D7, Turm C1 und hier baute Nepo wohl einen groben Fehler ein und er spielte F6. Besser wäre zum Beispiel Läufer B4. Dame A6, Turm C1. Und ja, hier gibt es auch zwei mögliche Varianten, Turm C1 und Läufer C1. Turm C1 gibt dann auch sehr spannende Varianten. Läufer C5 greift F2 an, Springer E5, Läufer C8, Dame B5. Und hier gibt es auch eine hübsche taktische Idee, Sonja. Genau, also hier kann man Läufer H3 tatsächlich machen. Die Idee ist, wenn G schlägt H3, kommt eben Dame G3 zu machen und man gewinnt hier die Figur zurück, also weil der Läufer und der Springer hängen.
Deswegen kann man den Läufer hier nicht schlagen, sondern muss was anderes machen, zum Beispiel Springer D3, man zieht was dazwischen, dann zum Beispiel Springer B3, Dame C6, Turm F8, Läufer F1, Läufer schlägt G2, König schlägt G2, Springer schlägt C1, Läufer C1 und Dame A1. Und ja, hier müsste die Stellung ungefähr ausgeglichen sein, aber es ist ziemlich unklar. Genau, also beide Seiten werden hier sicher ihre Chancen kriegen, und am Ende wird der bessere Spieler gewinnen. Genau, auf C1 kann auch der Läufer nehmen. Dame A4, Läufer E3 und zum Beispiel Läufer D6. Weiß hat nach wie vor einen Bauern weniger, aber die Dame auf A4 steht immer noch abseits. Der Turm auf A8 muss sich um den A7 kümmern. Und ja, also Weiß hat hier mit Sicherheit genug Kompensation. Mehr als ausreichend für Ausgleich sollte sie vorerst jedoch nicht sein. Nach F6, wohin soll der Läufer gehen? Ja, wohin soll der Läufer gehen? Nach D2, denke ich mal. Genau, nach D2 greift den gefesselten Läufer an, der musste weg. Und hier Turm C8, Turm C8, Dame A6, sehr stark, greift den schwachen A7 Bauern an, den der Turm bisher verteidigt hat. Hier spielte Nepo Dame A2. Und es kann sein, dass er hier Magnus starke Idee verpasst hat. Was war das? Genau, also man könnte natürlich auch überlegen, entweder Läufer D3 zu machen oder den Turm wegzuziehen, zum Beispiel Turm E1. Aber hier hat Magnus Turm schlägt B2 gemacht. Einfach mit der Idee, den A2 zu gewinnen, danach wird der den A7 zu gewinnen, danach wird der B6 auch schwach, der Läufer auf D7 hängt. Und es gibt hier auch schon eine ganz konkrete Fortsetzung. Also zum Beispiel, also es kam in der Partie auch Dame A1, König H2, Dame A4, um den Läufer zu decken auf D7. Und hier geht eben Läufer D1. Was ist die Idee von Läufer D1? Ja, den musste Magnus im Prinzip auch vorhersehen, denn alle anderen Züge führen zu schwarzem Vorteil. Die Idee von Läufer D1 ist, okay, zum Beispiel nach sowas wie Dame B5 kommt einfach Springer D4. Jetzt hat die Dame kein Feld mehr, um den Läufer zu decken, und ja, wenn sie die weißen Figuren angreift, Dame D7 hat eben auch noch die Drohung Dame C8, und deswegen gewinnt Weiß hier. Deswegen bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, diesen Läufer auf D1 zu schlagen, der hing ja. Aber jetzt Dame D7. Und wieder ist das Problem für Schwarz, es hängen sowohl C8 als auch E7. Dame C2, Dame E6, Schach, König H8. Und hier nochmal ein hübscher, wenn auch nicht unbedingt notwendiger Zug von Weiß. Genau, also man könnte auch einfach Dame E7 spielen, aber hier D6 ist natürlich ein wunderschöner Zug. Entwurzelt den Bauern auf F6 und ja, danach hat Magnus auch einfach nur noch die besten Züge Genau, gemacht. Nepo schlug, Dame F6, Läufer H6, droht matt, Dame C7 verhindert das matt. Dame E6, König H8, die Dame kann natürlich nicht dazwischen ziehen, weil Dame C8 kommt. Nach König H8, Springer G5. Hier gab Nepo auf. Was wäre die Folge von, weiß ich nicht, einem normalen Zug wie Springer C6? Wie würde Magnus hier die Partie beenden? Genau, also hier zum Beispiel Springer F7, König G8, Springer D8 Schach, der König muss wieder zurück nach H8 und dann wäre Dame E8 matt. Genau, ja, hübsche Partie von Magnus. Ja, nach F6 hat er sehr akkurat die Partie beendet und ja, einfach eine gute Fortsetzung gefunden und alles genau berechnet. Ja, typisch Weltmeister. Wie ging das Match aus? Was ist noch passiert? Genau, also nach der zweiten Runde hat er dann 1,5 zu 1,5 geführt. Die dritte Runde endete im Remis und die vierte konnte dann Nepo für sich entscheiden. Dies bedeutete, dass es ja in die alles entscheidende Armageddon-Partie laufen würde. Und ja, hier hatte der Weltmeister Schwarz und konnte ein Remis erspielen und hat damit das Match für sich entschieden. Genau, sehr beeindruckend übrigens, da er am Ende nur noch sehr wenig Zeit hatte. Das könnt ihr alles nachverfolgen, wenn ihr in unserer Live-Übertragung schaut. Also einfach, weiß ich nicht, die letzten 20 Minuten anschauen. Wenn ihr nicht alles sehen wollt, das dürft ihr natürlich auch. Aber da könnt ihr die Armageddon-Partien verfolgen. Die birgen immer sehr viel Spannung und sehr viele interessante, ja, Begebenheiten. Auch die Spieler dabei zu beobachten, finde ich sehr gut. Ja, dann morgen der letzte Tag der Vorrunde. Ich hoffe, wir werden nochmal eine super spannende Partie des Tages finden. Und auch, dass die Spieler es uns natürlich so schwer wie möglich machen werden. Und dann schaltet wieder ein, sowohl zu unserer Übertragung als auch zu unserer Zusammenfassung. Und wir sehen uns. Tschüss! Tschüss!